Hallo und herzlich willkommen bei das ich magische Ich wusste nicht, was ich gerade mit Wilbur zu bereden hätte. Ja, der ist ja... Und ehrlich gesagt stecke ich meinen Kopf nur, wenn es unbedingt sein muss, dort rein. Darf ich jetzt hier mal die Begrüßung machen? Dankeschön. Herzlich willkommen bei nicht der Bandkreis, sondern bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Und es sieht aus, als wären wir kurz vorm Finale. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch irgendwo... Mit Hilfe des Korbs können sehr praktisch... Ja, wissen wir... Können wir mit ihr noch irgendwas schreien? Ivo! Ja? Nichts weiter. Ich wollte nur hören, ob du da bist. Schön, ich bin da. Ja. Ivo ist da. Alles in Ordnung. Okay, brauchen wir noch einen Bandkreis oder... ich meine die Kreide, damit wir das Ganze ein bisschen zeichnen können? Oder was haben wir denn im Inventar? Wir haben den Verkleinerungsring, wir haben den Handspiegel, wir haben das Medaillon. Okay, das Xylophon können wir natürlich hier benutzen. Wir schauen aber trotzdem nochmal in die Rattenhöhle rein. Ah, da ist Ethel. Hi, Ethel. Huch! Er schleicht sich noch immer so an. Wie sieht es mit dem Heiltrank aus? Remy, wo ist er? Ja, ich hab ihn. Ich arbeite dran. Ich hab ihn. Husch, husch! Bring ihn her! Ich mache den Heiltrank. Ich schau, was ich für Remy tun kann. Ja! Schnell, schnell! Okay, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir rüber in die Höhle. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir müssen den Geist bekämpfen. Naja, beziehungsweise erstmal reden wir mit dem. Ich werde Remy aus diesem. Okay, Timmy hat nichts mehr für uns. Dann schauen wir runter zu den Geistern. Hier in dem Level mussten wir jetzt recht wenig solche Kombinationen machen. Sondern es war immer viel Laufen. Okay, die Göttin der schönen Künste bekommt von uns das Glockenspiel. Ich habe keine Zeit, Göttern Gefallen zu tun. Remy liegt im Sterben. Ich dachte... Ich habe genug von... Okay, ich dachte... Wir sollten ihr eh noch hier irgendwas vorspielen, aber okay. Naja. Ich schleiche mich nochmal zur Insel. Jetzt weiß ich, was mich da erwartet. Vielleicht finde ich ein Versteck, um die Lage zu sondieren. Oder ich komme sogar unbemerkt an Remy heran. Ja, glaube ich nicht. Ah, perfekt. Guck mal. Ich glaube, das war mal ein Spiegel. Genauso einer wie da drüben. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht benötigten die Kultisten für bestimmte Rituale Sonnen- oder Mondlicht und haben es mit den Spiegeln hier hinuntergeholt. Das da drüben sieht echt aus wie eine Atombombe. Das dürfte diese seltsame Maschine sein, mit denen die Kultisten Dinge vorhatten. Sieht nicht so aus, als sei sie kürzlich benutzt worden. Okay, und da unten liegt Remy? Keine Ahnung, wie tief es darunter geht. Der Kellermeister hat von Höhlen und Spalten erzählt, die hunderte, manchmal tausende von Metern in die Erde hinabreichen. Ach, das wissen wir doch von Indiana Jones, das geht bis zur Lava runter. Remy, wäre ich mit dir gegangen, wäre das bestimmt nicht passiert. Oder wenn, hätte ich Hilfe holen können. Okay, da haben wir nichts mehr. Den Geist. Was für eine fürchterliche Kreatur. Ja, der Geist hat Remy in die Falle gelockt und jetzt benutzt er mich, um an den Zauberstab zu kommen. Okay. Der Spiegel da hinten leitet das Mondlicht genau auf den Spiegel hier vorne. Nur hier geht's nicht weiter, weil dieser Spiegel kaputt ist. Ja, dann ersetzen wir den doch. Hier, wir haben doch einen Spiegel. Der Handspiegel ist natürlich viel kleiner als der Spiegel, der vorher drin war. Aber für einen kleinen Lichtstrahl sollte es reichen. Reicht es, wenn wir das Licht projizieren mit dem Bandkreis? Gute Idee. Aber am besten richte ich den Lichtschein erst einmal richtig aus. Ja, dann drehen wir den Spiegel doch. Aber jetzt sieht er uns doch, den Geist, oder? Ihm scheint das Licht nichts auszumachen. Er hat sich nicht vom Fleck bewegt. So, okay, jetzt ein Bandkreis. Wenn ich das Medaillon auf den Spiegel lege, dann könnte der Schatten...
Können wir damit den Geist? Jawohl, wir haben einen Bannkreis. Es funktioniert. Der Geist kann den Bannkreis nicht verlassen. Schnell zu Remy. Remy. Gute Idee. Mit dem Bannkreis, Wilbur. Aber er wird ihn nicht lange aufhalten. Richtig. Wir müssen schnell hier weg. Nein. Nein? Es ist zu spät, Wilbur. Red kein Scheiß. Die Falle ist vermutlich das Einzige, was mich noch zusammenhält. Red kein Scheiß. Hey. Nichts ist zu spät. Ein guter Heiltrank oder ein mächtiger Heilzauber und schon bist du wieder auf den Beinen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Lass sie uns nicht mit unerfüllbaren Wünschen vergeuden. Ich habe herausgefunden, was es mit dem Zauberstab auf sich hat. Oh nein. Remy, das gibt's doch nicht. Mach keinen Scheiß. Wir brauchen dich noch. Wäre ich doch nur früher in dieses Loch hinabgestiegen. Wäre ich doch nur schneller auf die Insel gekommen. Du bist hier. Das zählt. Mein Tod wird nicht vergebens sein. Und ich habe in meinen letzten Minuten einen Freund an meiner Seite. Dafür danke ich dir. Remy, mach keinen Scheiß. Komm, wir können die ganze Mausefalle irgendwie mitnehmen und dann wird das Ganze wieder. Was ist mit diesem verdammten Zauberstab? Es gab zwei Brüder, mächtige Hexenmeister. Sie haben mit Hilfe von dunklem Wissen viel Reichtum und Macht angehäuft. Sie haben geforscht und diesen Tempel entdeckt, wurde wahnsinnig und verließ die Stadt. Der andere wurde getötet von meinem Großvater. Remy. Kurz vor seinem Tod transferierte er all seine Macht in einen Zauberstab. Oh, Scheiß. Auf dass sie entfesselt werde, wenn ein Nachkomme seines Blutes den Stab in Händen hielte. Ja, aber er wurde entfesselt, als Wilbur ihn hatte, und er wurde entfesselt, als Van Buren. Ach. Ja. Und der Hexenmeister bewacht immer noch seine Maschine. Als Geist. Nein. Mein Großvater muss zufällig auf den Hexenmeister gestoßen sein. Er erkannte dessen Plan und besiegte ihn. Er gab dafür sein Leben und verließ den Tempel nie wieder. Du meinst, er bewachte den Zauberstab. Er wollte nicht, dass er jemals seinen Weg in die Hände eines Nachfahrens des Hexenmeisters findet. Dann ist es Remis Großvater. Doch dieser Ort ist böse, Wilbur. Er verändert Leute. Die Wand zwischen unserer Welt und der Kerkerdimension ist hier besonders dünn. Der Einfluss des Namenlosen stark. Ich glaube, er hat vergessen, wer er war. Er existiert nur noch, um den Stab zu beschützen. Ach, Remy. Also, der Geist ist dein Großvater, der allerdings vergessen hat und er nur noch alles beschützen möchte. Du hast den Stab gefunden und mir gegeben. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie
Die Hexenmeister waren im normalen Leben Kaufleute. Sie hießen Van Buren. Sybil heiratete Montgomery Van Buren, den jüngsten Sohn des Hexers. In ihrer Tochter fließt das Blut der Van Burens. Deswegen kann sie zaubern. Der Stab hat sich im Unterricht zum ersten Mal seltsam verhalten. Er muss Chantals Nähe gespürt haben. Und als sie ihn in die Finger bekamen, erhielt sie damit all die geheime Macht ihres Großvaters, aber nicht sein Wissen. Okay, ja, aber wieso konnte Wilbur damit zaubern? Das kapiere ich immer noch nicht. Oder hat der Stab einfach nur, weil Sybil, weil die kleine Chantal in der Nähe war, dann angefangen zu zaubern? Komisch. Wie kann man diesen verfluchten Stab vernichten? Das steht im Zauberbuch des zweiten Bruders. Remy, sag! Er hat seine letzten Jahre geistig umnachtet im Düsterwald verbracht. Und der eine Bruder hat sich Möglichkeiten einfallen lassen, wie er die Macht des anderen brechen könnte, wenn es mal nötig werden würde? Ja. Remy. Du musst das Buch finden und den Zauberstab vernichten, Wilbur. Wir müssen in den Düsterwald, okay. Geh jetzt, mein Freund. Nein. Der Widerstand braucht einen Anführer. Und ich kenne keinen größeren Kämpfer für das Gute als dich. Remy. Gib den hier, Timmy. Pass bitte auf ihn auf. Oh nein. Remy. Was ist passiert? Wo ist Onkel Remy? Es tut mir so leid. Nein, aber... Du hast doch gesagt, du bringst ihn zurück. Ich hab's versucht. Ja. Alles bereit zum Aufbruch. Sie warten unten am Tor. In Ordnung. Und Timmy? Esther und Nate kümmern sich um ihn. Dann bist du dir also sicher? Ja. Im Düsterwald liegt der Schlüssel für die Zerstörung des Zauberstabs. Das hat Remy gesagt. Und den sein müssen wir finden. Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Nein, das soll er nicht. Ich weiß nur nicht, ob wir uns aufteilen sollten. Ich finde, wir waren ein verdammt gutes Team. Ja, aber wenn du hier bleibst, dann haben wir eine bessere Chance. Du musst dich hier um das Ganze kümmern, oder? Ein gutes Team, das leider ein Mitglied verloren hat. Nein. Es war nicht deine Schuld. Und das weißt du auch. Ich musste ja erst in Selbstmitleid baden. Wenn ich gleich mit hinuntergestiegen wäre, wäre alles anders gekommen. Und wenn er dir nicht den Zauberstab gegeben hätte, auch. Oder wenn Van Burens Tochter im Lehrerzimmer nicht den Zauberstab in die Finger bekommen hätte. Oder. Alles, was wir tun können, ist, Remy in guter Erinnerung zu behalten und ihn zu ehren, indem wir tun, was er getan hätte. Hätte er hier gestanden und sich selber Vorwürfe gemacht? Richtig, was ist der Plan, Anführer? Ja. Kümmere du dich um den Erzmagier, während ich nach dem Buch suche. Van Buren kann uns nicht beiden hinterherjagen. Da hast du recht.
Sie wird außer sich sein, wenn sie bemerkt, dass der Erzmagier weg ist. Hast du eine Idee, wie man ihn zurückverwandeln kann? Nicht die geringste. Aber ich weiß, wo ich es erfahre. Wie das? Ein Orakel hat es mir gesagt. Ich werde einem Freund helfen müssen und werde nicht wissen, was ich tun soll. Dann soll ich eine fliegende Pirateninsel suchen und auf ihr ein Gebäude ohne Ecken. Dann ist das dein Weg. Komm, Gulliver, lass uns nach Timmy sehen. Viel Glück und passt auf euch auf. Und wir sollten so viel Abstand wie möglich zwischen uns und Seefels bringen, bevor die alte Hexe was bemerkt. Also, Butterblume, wir suchen eine fliegende Pirateninsel. Dort wird es Antworten geben. Auf viele Fragen. Ja. Oh, langsam bekommt sie echt einen Bau. Cheep, da bist du ja endlich. Wir suchen eine fliegende Insel. Versuch dieses Mal mitzuhalten. Cheep, cheep. Und er muss weiter fliegen. Ach, Schrott. Schon faszinierend, wie man andere für sich arbeiten lassen kann, wenn man nur die richtigen Knöpfe drückt. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. Du willst den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Oh, Scheiße. Blödsinn. Nur ein Idiot oder Wahnsinniger würde so etwas versuchen. Und ich bin keines von beiden. Und wo ist Remy? Oh nein! Oh Scheiße. Also, es wird wieder extrem spannend. Ich mache hier die Musik ein bisschen leiser. Ich bin ganz hin und weg. Es ist echt saumäßig spannend jetzt. Ich freue mich schon, wenn dann das nächste Kapitel 4 kommt oder der nächste Teil vom dritten Kapitel. Aber es... Also, sie haben die Geschichte echt genial geschrieben. Und ich werde natürlich die nächsten Folgen dann so bringen, sobald es wieder da ist. Ich bin so mäßig gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und ich danke euch vielmals, dass ihr die gemeinsam mit mir erlebt habt. Toll. Und wir haben um den Remy hier so getrauert und haben mitgefühlt, wie sich Wilbur gefühlt hat. Wie wird es jetzt weitergehen? Wir müssen den Erzmagier zurückverwandeln, wir müssen die Möglichkeit finden, wie wir den Zauberstab, wir müssen schauen, was Munkus jetzt mit uns vorhat. Er hat immer noch so die Fäden in der Hand. Er hat noch den Plan, den wir im Prinzip noch nicht durchschaut haben, beziehungsweise den wir noch nicht mal angefangen haben, richtig zum Veredeln. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat, oder ein Abo. Und ja... Dann würde ich mich freuen, wenn ich dich oder dich beim nächsten Mal dann wieder sehe. Hier bei einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales Teil 2. Oh, ich bin aufgeregt. Bis dann. Ciao.